Caroline Walker-Miano, Präsidentin von Urspitz Oberwallis. Der Verein gibt es mittlerweile seit 2 Jahren. Wie sieht es momentan aus? Ja, wir sind eigentlich gut unterwegs. Wir haben recht zuwachs und Mitglieder, was aber natürlich noch dürfte machen. Wir haben im Moment 124 Mitglieder. Es ist sehr arbeitsintensiv und wir haben dieses Jahr noch viel mehr Arbeit vor uns, weil jetzt geht es natürlich an das Eingemachte, jetzt, weil wir natürlich schauen, dass wir das so spät zu uns eröffnen können. Wo seht ihr die Verbesserungsmöglichkeiten? Natürlich in der Finanzierung. Also wir wollen gerne auch die ganze Oberwalliser Bevölkerung motivieren, mitzuarbeiten an einer Eröffnung von dem Hospiz, an einer Richtung und nicht nur an einer Eröffnung, sondern auch an einer langfristigen Aufrechterhaltung. Was wir sicher sehr schätzen, ist die Unterstützung von den Oberwalliser Medien. Da braucht es natürlich auch sehr viel, dass die Leute uns nicht vergessen. Gerade in der freiwilligen Arbeit braucht es da sehr viel Unterstützung. Und Öffentlichkeitsarbeit, da werden wir sicher auch die Unterstützung von Medien hier im Oberwallis brauchen, weil wir da natürlich nicht Profis sind. Da gibt es sicher ein Haufen Verbesserungspotenzial. Wo seht ihr denn momentan die größten Schwierigkeiten? In der Mobilisierung von Geldern. Das ist im Moment, sind wir sehr gut unterwegs in der Erstellung von Betriebskonzept, Konzept für Freiwillige und so weiter. Aber natürlich in der Geldmittelbeschaffung, da brauchen wir massive Verbesserung und natürlich auch einen massiven, grossen Zuwachs bräuchten wir da, für dass wir das langfristig am Leben halten können. Im Oktober 2018 hat ihr die Stiftung gegründet. Wie sieht es da momentan mit der finanziellen Unterstützung aus? Wir haben von Bergüfe grosse Unterstützung bekommen. Wir werden von dem Verein für sterbende Trauerbegleitung einen grossen Botzen bekommen. Wir haben die Stiftung jetzt im Handelsregisteramt eingetreten. Wir sind an einer Crowdfunding-Aktion mit Lokalhelden dahinter, werden die zu gegebener Zeit aufschalten. Wir sind eigentlich recht gut unterwegs in einer Werbung, in einer Mobilisierung. Aber es braucht wirklich auch eine lange Schnüff und sehr viele Goodwill von den Leuten vom Kanton her, kann man sagen, dass sie die Idee gut finden, dass sie das ideell unterstützen und sicher zu gegebener Zeit auch finanziell unterstützen. Aber da muss man dann halt auch noch die Betriebsbewilligung erreichen und da muss man dann sehen, was der Kanton da dazu sagt. Zusätzlich seid ihr da ja einen Kooperationsvertrag mit dem Spital und mit dem Palliative Care dahinter. Ja, wie sieht da momentan der Stand der Dinge aus? Wir haben Nicole Chanteau-Clemens im Stiftungsrat. Sie ist die Fachleitung Mobile Palliativdienst Kompetenzpol Oberwallis. Und da haben wir sicher sehr gute Unterstützung, wie bei mir ist. Es ist eine Grundvoraussetzung, die der Staatsrat will, dass man mit den Spitälern, also sprich Oberwallis, zusammenarbeitet. Es macht auch nicht Sinn, wenn man so eine kleine Einheit ist mit 2 Betten, dass man da alles selber macht. Man muss Synergien nutzen, um den Kostenfaktor sehr klein zu halten. Natürlich auch im Interesse einer Gesundheitskiste, die länger je mehr steigt. Und das ist ganz klar. Kommen wir wieder zurück auf den Verein. Wie seht ihr da die Zukunft, wenn ihr da einen Blick vor uns werft? Im Verein wäre es schön, wenn die Leute da Mitglied würden. Es ist jetzt aber, wir werden einen 500er-Club gründen. Das Geld wird nachher direkt in die Stiftung fließen. Das sind die Gelder, die man immer fix hat, wo man auch fester mit rechnen kann, die man ins Budget mit einbeziehen kann. Wir werden die, wie ich vorher schon erwähnt habe, über die Lokalhelden die Crowdfunding-Aktion machen. Und wir sind recht zuversichtlich. Es gibt auch Stiftungen, die gemeinnützige Stiftungen unterstützen. Wenn natürlich jemand im Oberwallis die zündende Idee hat, wie man Gelder kann mobilisieren kann und so Spitz finanziell unterstützen, wir sind für alles offen. Wir haben sehr grosse Unterstützung auch von einer handwerklichen Firmen hier im Oberwallis, wie zum Beispiel ein Küchenbauer, der uns zugesichert hat, was im Hospiz eine Küche braucht, werden er die Küche verkaufen. Wir haben eine grosse Elektrofirma, die uns zugesichert hat, da ist die ganze Elektroarbeiter die Planung frankenfrei gratis machen. Wir haben einen Ingenieur, einen Immobilienfachmann, der uns da unterstützt. Also auch solche Unterstützung können wir natürlich sehr gut brauchen. Da sind wir immer sehr dankbar dafür. Also gibt es dann in nächster Zeit mehrere Projekte? Es gibt eine Haufen Projekte, ja. Bis wir hier fertig sind, werden wir noch Haufen Projekte vor uns haben und projektieren. Das ist